Prost. Ich bin ehrlich gesagt selber gespannt, wie es jetzt laufen wird. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist ein mieser Move gewesen, zu verraten, dass ich irgendwas an den Gläsern gemacht habe. Der ruhige Jalil. Kommt euch nicht irgendwie komisch vor? Gestern Abend, kurz vorm Ende von diesem Cocktailempfang, sagte er mir dann, wenn Shamim morgen nicht beim Frühstück ist, dann ist Anna-Karina der Mörder. Ein Verräter. Aber wenn er das vorher schon gesagt hat, am Abend vorher, dann finde ich, macht er sich ganz schön verdächtig. Was mir persönlich komisch vorkam, ich war ja heute alleine mit Jalil beim Frühstück. Er war der Erste, ich war die Zweite. Und wir haben über den Abend gestern geredet. Und eigentlich hat der Jalil bisher nicht wirklich Verdächtigungen ausgesprochen. Er hat sich eh immer so ein bisschen... Der ist schon da. Ach, der ist schon da. Nee, ist alles cool. Kannst gern dazukommen. Er hat sich versteckt. Ja, ja. Ganz ehrlich, ich finde Pascals Ansatz offen ansprechen. Mega, ja. Sorry. Ich habe da gar kein Problem damit. Und deshalb, ich glaube, wir hatten auch keine Möglichkeit, seitdem noch mal darüber zu sprechen. Und du hast ja bisher nicht wirklich, sag ich mal, gestreut, das Wort zu sagen, dass man irgendwie einen Namen reinbringt. Mhm. Und du hattest ja gemeint, dass wir uns mal Ulrike ein bisschen genauer ansehen sollten, weil dir gestern eine Situation komisch vorkam. Und zwar, dass Ulrike sehr oft alleine war und an der Bar... Wann hat er das gesagt? Heute beim Frühstück, da war ich aber mit ihm alleine. Ich war heute ganz alleine mit ihm beim Frühstück. Dass sie jetzt eine Situation nimmt, wo ich mit ihr alleine war, dass sie versucht, diese Worte jetzt zu drehen, dass mir dadurch eine Lüge aufzutischen, etc., etc. Es spitzt sich zu. It's going down. Was mich halt stutzig gemacht hat, dass du gesagt hast, dass sie irgendwie hektisch an den Gläsern an der Bar was gemacht hat. Okay. Also, du hast es gesagt, dass sie hektisch kurz, also ganz kurze Frage. Wir beide sind alleine beim Frühstück. Richtig. Ich verdächtige Ulrike. Ja. Meine Option, die geht, ist Ulrike. Dass man sagt, ey, Ulrike stand alleine an der Bar. Ich habe Ulrike allein gesehen. Die war alles alleine. Ja, stimmt. Ulrike stand sehr oft alleine rum. Warum würde ich mit dir mutmaßen, ob irgendjemand verdächtig ist? Ob irgendjemand irgendwas gemacht hat auf dieser ganzen Party? Das ist aber die Aufgabe des Frühstücks, dass wir das reden. Nein, ja, wenn jemand nicht da ist. Ich wusste nicht, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Das Einzige, was ich als Anhaltspunkt für Shamim hatte, als Shamim am Ende nicht mehr reinkam, war, dass du hier, und ich kann die Situation gerne noch mal nachmachen, Irina stand auch da, dann habe ich mich kurz umgedreht, habe Irina angeguckt, habe in meinem Augenwinkel gesehen und du standest die ganze Zeit mit deinem Glas so in der Hand. Und dann habe ich im Augenwinkel gesehen, wie du auf einmal hier an die Bar gegangen bist. Shamines Glas stand hier, du hast das in der Hand gehabt. Und dann habe ich geguckt und dann hast du auf einmal gesagt, oh, welches ist mein Glas? Dann hat Irina gesagt, ja, das mit dem Eiswürfel. Und dann hast du gesagt, ah ja, stimmt, das ist mein Glas und bist rausgelaufen. Das stinkt, die Situation. Und das ist, glaube ich, allen ganz klar. Puh. Oi, oi, oi. Oh, aber das war eine richtig unangenehme Situation, glaube ich, für alle. Du hast mich nicht verdächtigt, als wir heute beide alleine beim Frühstück waren. Hättest du ja mich auch auf die Aktion. Hast du aber nicht. Du hast mich ich habe niemanden verdächtigt. Wir doch, haben du über, hast gesagt, wir haben dass über sie den Abend anders geredet. War. Du hast mich gefragt, wie ich den Abend fand, ob ich irgendwas verdächtigt habe. Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Ich habe zu dir gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe zu dir gesagt, dass ich nicht weiß, weil Sonja. Ja, und das habe ich auch gesagt. Egal. Ich habe gedacht, mir platzt der Kragen. Und wo ist da bitte eine Strategie dahinter? Jalil, das hat mich so getroffen und so enttäuscht. Wir haben uns am Tisch einen Plan überlegt. Wir haben noch gesagt, gehen wir gegen Ulrike, gehen wir gegen Claude. Und der Typ kommt da rein, eiskalt, und sagt, ja, er hat da was gesehen mit den Gläsern und. Wenn ich nicht meinem Verräter vertrauen kann, wen denn dann? Also ich bin sehr enttäuscht von Charlene. Ich meine, es war eine Situation, nur ihr beiden wart da. Ich meine, wir können es, wie alle anderen können es jetzt gerade nicht nachvollziehen. Das heißt, du sagst, du hast es nicht gesagt, Anna-Karina sagt, ich kann euch hat es gesagt. Okay, wir werden es ja jetzt nicht aufhören. Okay, du hast Ulrike ins Spiel gebracht. Okay, aber warum und dann habe ich... Nein, ich frage dich gerade, warum sollte ich Ulrike ins Spiel bringen? Was ist der Sinn dahinter? Was ist der Sinn? Ja, das wissen wir aber alle nicht. Ich war nicht an den Gläsern so spät. Die zerbrechen sich gerade gegenseitig. Ich war nicht an der Bar. Das ist viel interessanter. Man was heißt denn, er lügt? Er sagt doch nicht, dass du an der Bar warst. Ach so, sagt sie ja. In meinen Augen sind beides Verräter. Und der eine hat den anderen Verräter heute Morgen angeklagt. Anna weiß natürlich, dass sie jetzt unter Beschuss steht und hat versucht, sich zu wehren. Schaue ich mir das mal in Ruhe an.
Es macht keinen Sinn, dass ich zu dir komme, über Ulrike rede, dann in einem gesamten Raum sage, dass ich bei dir einen Verdacht hatte. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Für mich hat es gestern aber auch keinen Sinn ergeben, dass du zu mir kamst und gesagt hast, da war so eine Situation, die ich zum Beispiel überhaupt nicht als auffällig empfunden habe. Aber ich habe die Situation offen im Raum angesprochen. Dass er gestern Abend schon auf der Party meinen Namen gestreut hat. Jetzt muss er gehen. Also jetzt werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, weil das ist halt eine Aktion, finde ich richtig mies, mich da schon ans Messer zu nageln. Boah. Jalil, hätte ich nicht gedacht. Du willst von dir ablenken und vielleicht wusstest ja auch nur du als Verräter, was hier nicht stimmen kann an dem Abend. Warum soll ich morgens Ulrike gesagt haben? Hast und du, dann, auf einmal, zehn Minuten später deinen Namen sagen. Ich hätte das schon wieder vergessen gehabt. Das ist ja der Punkt, dass du Ulrike ins Spiel gebracht hast. Nur du standest in der Bibliothek und hast gesagt, dass das mit mir auffällig war und sonst fällt dir nichts auf. Und dann habe ich mir erst überlegt, warum sagst du das nicht mehr von Ulrike im versammelter Mannschaft? Ja, und dann auf einmal habe ich in versammelter Mannschaft. Ja, okay. Ja, krass, einer von beiden lügt. Jetzt haben wir ganz klar das erste Mal, wo eindeutig ist, einer lügt.